Wir haben beide einen Hang zur Sentimentalität. Also so eine Sprüche wie, ich schau dir in die Augen, Kleines, das kommt bei uns richtig gut an. Er war ein sehr lustiger Vogel früher, genauso wie er heute auch ist. Und es gab eine Zwischenphase, da war er gar nicht lustig, da war er sehr ernsthaft. Wenige Worte entscheiden zwischen Glück und Unglück. Ja. So, ich muss leider hier bleiben. So, noch das. Eigentlich bin ich Maler und Grafiker. Künstler ist ja schon eigentlich eine Interpretation. Ich habe vielleicht manchmal mehr gemeinsam mit einem kleinen Selbstständigen irgendwo auf dem Land, gerade auf dem Land. Und ich bin jemand, der seine Arbeit selber erfindet, seine Tätigkeit auch immer selber in Bewegung halten muss und der das so klein und auf eigene Verantwortung macht. Ja, da steht das gute Stück und lächelt einen an. Sie hat uns schon gute Dienste erwiesen beim Radierungdrucken. Und jetzt wird sie remobilisiert. Hans Ruprecht Leis lebt und arbeitet in Flensburg. Ständig ist er auf der Suche nach Ideen, die er zur Kunst machen kann. Sein neuester Versuch, Bilder drucken. Mit einer Dampfwalze. Klasse. Das wird schon klappen. Ich bin ja nun immer sicherer. Also es ist im Grunde so, bei so einer Geschichte, das ist immer eine Frage der Physik. Das ist zwar mein schlechtestes Fach in der Schule gewesen, aber... Deswegen drauf schief gehen. Aber man weiß nicht, wo also, große Gewichte auf andere weiche Materialien treffen, wie Papier und Holz und so weiter. Die Walze soll uns ja nicht die ganze Geschichte da zerquetschen. Auf die Idee hätte ich kommen sollen. Ja. Ja, ist so. Zu Hause und von Freunden wird er einfach Rups genannt. Seine Ehefrau Sonja kommt nicht aus der Kunstszene. Und wenn man da mit der Walze drüber fährt, das ist ja auch ganz einfach. Wenn jetzt habt ihr Kopfsteinpflaster, genau. Und Holz. Eben, das ist genau der Knackpunkt. Ja. Die Seele vom Geschäft. Ne? Und die Seele sind in dem Fall wir beide, weil von uns geht das ja alles aus. Auch diese, sagen wir mal, das Vertrauen in dieser Arbeit, das hängt ja auch stark von ihr ab. Wenn man jetzt jemanden an der Seite hätte, der dauernd ängstlich ist und immer sagt, Mensch, hoffentlich geht das gut und hoffentlich schaffen wir das noch und wie geht das jetzt weiter, gehen dir hoffentlich die Ideen nicht aus. Und das reicht schon, wenn man selber Unsicherheiten hat. Aber schön ist es natürlich, wenn man einen Partner an der Seite hat, der in solchen Fällen dann sagt, das wird schon. Wir sind dieses Jahr 25 Jahre zusammen. Und die Bilder, die von Rups hier im Zimmer hängen, sind alles Geschenke an mich von ihm. Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke, von denen ich mich auch nie trennen werde. Das ist ein bisschen Eigennutz natürlich auch dahinter. Ich sichere sozusagen in Sonjas Händen einen Teil meiner Arbeiten, die ja sonst überall verstreut sind. Ne? Und ich könnte fast sagen, dass das, was hier so an den Wänden hängt, mit zu den schönsten Sachen gehört, die ich gemacht habe. Norddeutsche Impressionen, Persönlichkeiten wie Edvard Grieg und die Erlebnisse mit seiner Frau sind die Motive in seinen Buntstiftzeichnungen. Dieses Bild zeigt uns eben vor der Silhouette von Florenz. Das war eine wunderschöne Reise zu zweit. In diese tolle Stadt und diese Masken, die wir aufhaben, das hat natürlich auch so was Venezianisches, ne? So dieser melancholische Karneval. Das sind ja keine lustigen Masken, das sind ja keine lustigen Figuren, sondern das sind halt freundlich nachdenkliche Figuren und die beide, wir haben beide einen Hang zur Sentimentalität. Also so eine Sprüche wie, ich schau dir in die Augen, Kleines, das kommt bei uns richtig gut an. Als er 85 sein Kunstexamen machte, hat er sich eine Frist gesetzt. Innerhalb von 10 Jahren wollte er es schaffen, von seinen Bildern zu leben. Die Handschrift, die kommt ja
aus der Persönlichkeit. Und das unterscheidet einen von allen anderen. Es sind einmal meine Geschichten, die ich mir sozusagen selbst erzähle beim Zeichnen. Daran erinnern mich die Bilder sozusagen, nicht? Ohne dass die Geschichten jetzt abgebildet sind. Es ist einfach ein atmosphärischer Flashback. Wenn mich irgendeiner zwingen würde, mich zu einer Botschaft zu bekennen, Fantasie ist für das menschliche Dasein, finde ich, total wichtig. Ein Mensch ohne Fantasie, das ist wie ein Mensch ohne Seele. Ich habe in meinem Beruf von Anfang an Familie gehabt. Und das ist natürlich eine Überlegung, wie weit man seiner Familie was zumuten kann. Ne? Ich bin halt gewohnt, dass ich jeden Tag mir überlegen muss, wie schaffe ich es für das nächste halbe Jahr alles so zu organisieren, dass ich auch immer weiter arbeiten kann und nicht plötzlich Taxi fahren muss oder so. Ne? Von Anfang an überzeugt von Rupsleis Talent war der Galerist Heinrich Lüth, ein alter Freund aus Kindertagen. Habt ihr das mitgebracht? Das ist schön. Inzwischen ist die Galerie in Halebühl spezialisiert auf norddeutsche Kunst. Wir sind ein eingespieltes Team. Ich stelle dich schon mal hier an die Wand rüber. Ja? Ja. Mehrmals im Jahr sorgt Rupsleis für künstlerischen Nachschub. Doch auch im Ausland macht er Ausstellungen. Schwuppdiwupp. Ging da nicht viel weg in Dänemark? Oder? In Dänemark ist viel weggegangen, ja. Die haben eher, komischerweise eher die größeren Sachen. Denn ich fand das eine ganz homogene Sache. Nicht? Die ganze Serie ist so dicht beieinander. Und da haben wir auch ganz viel Liebe reingesteckt. Aha. Ja. Er gehört zu den wenigen, wenn man so will, regionalen Schleswig-Holsteinern, die es erreicht haben, dass zu seiner Öffnung Leute weit anreisen, nur um seine Ausstellung zu sehen. Das sind auch immer die Garanten für Verkäufe zum Beispiel. Als wir anfingen, haben wir ja sozusagen aus dem, was wir damals hatten, versucht irgendwie sowas wie eine Galerie, einen Galeristen, eine Galerie, einen Künstler und eine Ausstellung zusammenzustricken, sage ich mal jetzt. Und das Erstaunen war ziemlich groß, dass Leute hierher kamen und Geld für Bilder ausgaben. Hier hing jedenfalls ein großes Ölgemälde von mir. Da stand ein Ehepaar davor, das waren damals ein Pastoren-Ehepaar. Und der Mann sagte zu seiner Frau, das ist ja billiger geworden. Ja. Das war aber vorher bei Rüffer gewesen. Und das kostete bei mir nur 12.000 Mark oder so. Ja, also für uns eine Riesensumme. Und diese Dame war bei mir im Freundeskreis und die kriegte 5%. Und er war damals sowieso mit seinen Prozenten äußerst sparsam mir gegenüber. Und ich sagte zu ihm, hör mal zu, wenn ich das große Bild verkaufen würde und ich müsste 5% abgeben, würdest du dich dann daran beteiligen? Na klar, Herr Lüthi, sagte er so ganz. Ich sagte, okay, es ist verkauft. Und dann hatte er sofort ausgerechnet, wie viel Geld ich ihm gerade abgeluchst hatte. Dann kann man mal sehen, wenige Worte entscheiden zwischen Glück und Unglück. Der Steg hinterm Haus. Spielwiese ihrer Kindheit und Jugend. Für die Freunde ein Ort der Erinnerungen. Er war ein sehr lustiger Vogel früher, genauso wie er heute auch ist. Und es gab eine Zwischenphase, da war er gar nicht lustig, da war er sehr ernsthaft und er lächelte kaum. Es hatte auch biografische Gründe. Es gab damals noch eine andere Ehefrau. Es gibt nämlich einen ganz interessanten Schnitt bei Rups. 1985 muss es gewesen sein. Da gab es bei ihm privat eine Veränderung. In dieser Zeit hat sich seine Kunst dramatisch verändert. Er war vorher eigentlich einer der Natura Morte. Er wurde humoristisch, er wurde farbig. Zum ersten Mal war ein Leister, den man so vorher nie gesehen hatte. Und das war tatsächlich, das ging einher mit der privaten Veränderung. In Husum an der Nordsee ist Rupsleis geboren und aufgewachsen. Wenn er in der Gegend ist, schaut er immer mal wieder bei seinem Elternhaus vorbei. Längst wohnen Fremde darin. Ja, ich
will jetzt nicht sagen, vom Winde verweht, aber es ist schon eigentümlich, weil wenn man sich überlegt, dass das mal der wichtigste Platz in meinem Leben war, also für lange Jahre, ne? Ja, mit dem Haus verbinden sich natürlich viele Geschichten aus einer Zeit, als das Leben sicherlich auch noch ein bisschen unaufgeräumter war, als es heute vielleicht ist, ne? In diesem Haus haben sehr viele Menschen gewohnt. In meiner Kindheit, da wohnten meine Vettern und Cousinen mit ihren Müttern noch da. In diesem Haus gab es keinen Mann, sondern nur Frauen, die alle irgendwie unbemannt mit Kindern sich durchs Leben schlugen. Und ich war sozusagen das Nesthäkchen von den Ganzen. Die Mütter waren Muttertiere, die alles von ihren Kindern wegbissen. Und das war einfach ein total gutes Gefühl. Man wusste immer, sie sind auf deiner Seite. Dass er in der Nachkriegszeit ohne Vater groß wird, für ihn normal. Sein Onkel aus Hamburg kümmert sich um alle. Mit 11 Jahren erfährt Rups, dass der Lieblingsonkel auch sein Vater ist. Diese Frage Vater oder Nicht-Vater, die hat sich mir eigentlich nicht so richtig gestellt. Das hat auch was damit zu tun, dass ich glaube, dass man mit seiner eigenen Biografie auch fertig werden muss. Man kann nicht ewig an seiner Biografie rumschrauben. In alle Zukunft und sagen wir mal alles auf irgendwelche Defekte zurückführen. Dann geht er nach Flensburg, studiert auf Lehramt und verliebt sich in Sonja. Beide trennen sich von vorigen Partnern, ziehen zusammen. Eine 9-köpfige Patchwork-Familie entsteht. Das war nicht so ganz einfach immer, weil wir ja schon ziemlich eingebunden waren. Wir hatten ja beide schon Kinder. Das hat dann ein bisschen gedauert, aber weil das auch so eine tolle Konstellation war, so eine Seelenverwandtschaft. Der erste Entwurf für den großen Druck mit der Dampfwalze ist fertig. Der Plan ist jetzt, dass wir hier eine helle Figur im Vordergrund haben. Jetzt haben wir auch Raum genug für Fische, für die skurrilsten Quallen und Fische, die wir da unterbringen, und Meerestiere. Ich finde das schön. Ich glaube, das heißt Symbiose. Seine Frau Sonja unterstützt ihn seit damals, als er sich gegen den Beruf des Kunstlehrers entschied und nur noch Bilder malen wollte. Mit seiner Kunst musste er Frau und 7 Kinder ernähren. Das war manchmal etwas eng. Ich habe mir schon genau überlegt, was ich kaufe, wo ich kaufe, wie viel ich kaufe. Also da gab's, meine Kinder mussten halt fragen, dürfen wir einen Joghurt haben oder dürfen wir uns eine Banane nehmen oder so. Sonst hat einer 3 genommen und die anderen kriegten keine mehr. Und das war auch so. Ich habe am Anfang des Monats Gläschen gekauft, 30 Stück, 30 Obstgläschen, 30 Mittagsgläschen für den ganzen Monat Windeln. Damit ich das auf jeden Fall hatte, damit, wenn wir dann hinterher knapp kommen am Ende des Monats, damit das da genug da ist. Ne? Jetzt denke ich auch manchmal Wahnsinn, dass wir das alles so geschafft haben. Ja, vielleicht war das manchmal waghalsig. Träume aufschieben halte ich für außerordentlich gefährlich, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendwann merkt, dass die Uhr schon ganz schön weit abgelaufen ist und man eigentlich gar nichts aus seinem Leben gemacht hat. Warte, kannst du das auch, das Detail daran ziehen? Welches? Beim Schiff hier? Den Kranausleger hier vorne? Mhm. Das wäre auch nicht schlecht. Fotografiere auch nicht nur, wenn er sagt, ich soll fotografieren. Aber das mache ich auch. Sonja weiß schon, was ich brauche. Also dieser Blick auf die Werft könnte, so wie sie jetzt für mich praktisch die Aufnahme gemacht hat, irgendwo im Hintergrund eines Bildes auftauchen. Das würde ich ganz reizvoll finden für so ein maritimes Stillleben zum Beispiel. Ne? Zum Repertoire von Rups Leis gehören auch Druckgrafiken. Unten in seiner Werkstatt entstehen sie in mehrfacher Auflage. Lieber malt er, weil Zeichnungen Unikate sind. Beim Drucken ist jedes Bild reproduzierbar. Besser fürs Geschäft. Das unterscheidet unser Geschäft von jedem anderen. Dass man also gerade, wenn es so glatt läuft, dann zweifelt, ob das Glatte noch das Gute ist.
Wenn er zweifelt, geht er raus. Auf Jagd. Ui, da steht eins. Rups Leis ließ sich zum Jäger ausbilden. Die Ruhe tut ihm gut. Trophäen sind nicht sein Antrieb zur Jagd, aber er nimmt sie mit. Das ist die Abwurfstange eines wahrscheinlich gar nicht mal so jungen Dammhirschen. Schon eine ganz schöne Trophäe. Aber es geht noch deutlich größer. Ja, und Flora ist auch ganz begeistert, ne? Um die Ideen zu entwickeln, braucht man innerliche Ruhe. Also ich werde oft gefragt, ob mich das inspiriert, ob ich dann anfange, den Wald und die Bäume zu malen. Das muss gar nicht sein. Ich kann hier jede Idee entwickeln. Im Wald erfahre ich, wie Bäume aussehen. Und zwar bei jedem Wetter. Um das mal so für heute auf den Punkt zu bringen. Wenn es also so ein gruseliges Wetter ist, wo man keinen Hund vor die Tür schickt, dann zeigen sich die Bäume in so einem ganz anderen Gewand. Die Natur als Vorbild für Kunst. Wenn man Rups Leis fragt, welcher Stilrichtung er sich selbst zuordnet, sagt er, ich bin ein fantastischer Realist. Vier bis sechs Wochen braucht er im Schnitt, von der ersten Idee bis zum fertigen Bild. Für das Experiment mit der Dampfwalze gibt es eine konkrete Idee. Der Entwurf muss nun auf die Druckplatte. Bei einem so großen Projekt arbeitet Rups Leis gerne im Team. Sein Künstlerkumpel Klaus Lindner ist aus Prenzlau gekommen. Da liegt gerade Klausi. Den Kopf hier, da bist du jetzt ein bisschen woanders gelandet als ich, ne? Ich werde das hier mal ein bisschen verfeinern. Mit den. So. Wir haben uns nach der Wende kennengelernt. Da gab es einen Austausch zwischen Künstlern. Und dann ging es darum, dass einheimische Künstler für das Quartier sorgen. Und naja, dann kam Rups und sagte, er nimmt den Bildhauer noch. Und so haben wir uns kennengelernt. Und daraus ist also, wie gesagt, eine bis jetzt andauernde Freundschaft, Künstlerfreundschaft, Arbeitsgemeinschaft geworden. Ja, ist ein toller Typ, auf den man sich verlassen kann. Jemand, der unheimlich viele Ideen hat und die Kraft hat, auch Dinge umzusetzen, das macht ihn schon beeindruckend. Das ist natürlich das Schöne, wenn man so jetzt arbeitet, wie wir das gerade machen, da lernt man ja auch ein bisschen was voneinander. Ne? Und das Ergebnis ist nachher ein Teamergebnis auch. Und hier muss er so ein bisschen hier wie Elton John. So eine etwas schwellende Hüfte. Ah? Guck mal, jetzt gebe ich ihm mal ein bisschen Farbe. Die Idee, ein Druck aus zwei unterschiedlichen Platten. Im Bild soll es dann später so aussehen, als ob Taucher und Nixe sich unter Wasser treffen. Nur wenn das so ein bisschen splattert, das macht nichts. Das ist Kunst. Je mehr der Mann dabei ist, desto mehr kommt ja auch die Spannung, ob sich das nachher, wie das nachher im Druck wird. Ne? Also das kulminiert ja praktisch in dem Moment, wo das erste Mal die Walze drüber gefahren ist und man nimmt die ganze Abdeckung runter und zieht sozusagen den ersten Druck da vom Druckstock. Das ist dann praktisch die Niederkunft. Nach monatelanger Schwangerschaft zeigt sich dann, ob man auch richtig geplant hat oder ob man da vielleicht irgendwo ein kardinales Fehlerchen eingebaut hat.
Da, wo die Künstler das Holz wegnehmen, hält sich keine Farbe. Nur auf Erhöhungen bleibt die Farbe haften und wird später beim Drucken ans Papier abgegeben. Das Holz schneidet sich ganz gut, ne Klausi? Ich glaube, damit kann man sich richtig gut im Finger säbeln. Ja, ja. Sonja muss heute wieder ein paar Leute mehr bewirten. Rupps alter Schulfreund und drei Kinder wollen zum Grillen kommen. Dass wir alle zusammen sind, haben wir eigentlich, schaffen wir nur Weihnachten. Ja, und zur Beerdigung von Oma. Ansonsten leider nicht. Dafür wohnen wir einfach zu weit auseinander. Sie sind ja nicht laufend da. Und wenn sie denn kommen, freut man sich ganz besonders. Das ist immer wieder schön. Also ich weiß noch, dass der erste Auszug oder die ersten, das war, oder eigentlich war es immer wieder ein Schock. Hast du Feuer da? Sohn Johann studiert Jura. Er ist im Sommer oft spontan da. Grundsätzlich haben wir immer sehr viel Freiheit genossen, also genug Freiheit, um uns selbst zu entfalten zu können. Und je älter ich werde und je mehr ich mich kennenlerne, natürlich mich immer mit meinem Vater vergleiche. Ja, irgendwie Orientierung gibt, aber eben auch eine Reibungsfläche ist. Rupps Tochter Levke hat auch Kunst studiert. Klausi. Klausi. Zum Wohl, Prost. Wie ihr Vater ist auch sie auf Zeichnungen und Grafiken spezialisiert. Nur der Jüngste lebt noch zu Hause, Marius. So, Bruni, nun komm mal hier. Komm. Jetzt gibt's noch ein Malheur. Ja, oh Bruno. Mein Vater ist witzig. Er hat ein Riesenherz, was auch bei 7 Kindern nicht gerade verkehrt ist, ein großes Herz zu haben. Wenn er unter Druck steht, dann lässt er das nicht irgendwie an uns Kindern aus. Beziehungsweise er zeigt es nicht. Und das finde ich total klasse. Du stärkst dich erstmal. Ja, ich bin schon ganz schwach und der ist schon richtig schwindelig. Wir sprachen gerade über deinen Elternhaus oben. Ja. Da war doch mal das Zimmer, wo ich drin gewohnt habe. Ja. Die drei Monate. Genau, die sogenannte Po-Vollkammer. Da wurde ich reingesteckt, wenn ich was aufgetreffen hatte. Also nicht nur ich, sondern alle. Ja, oder ein strenges Regiment geführt. Da hat Rupps Mutter für deine Mutter die Pille besorgt. So hinten. Das habt ihr dann ja bis zur Perfektion getrieben. Ach, weiß nicht. Ich hab auch schon noch eins gekriegt. Wir hatten nur keinen Platz mehr. Als Vater auf jeden Fall für mich ganz wichtig, weil ich denke, also wir teilen sehr viel. Immer wenn ich eine Frage hatte, dann war da auch jemand, der mir Antworten geben konnte. Und dann durfte ich auch, wenn er gearbeitet hat, ins Atelier schauen, dann mal über die Schulter gucken. Und wenn er wirklich tief im Arbeiten ist, dann kann man auch in den Raum kommen und kann man fragen, Papa, Essen. Komm hoch, Essen ist fertig. Oder da ist jemand am Telefon. Ja, ich komme gleich. Und dann ist das. Und nach einer Viertelstunde fragt sich, ja, wer war denn jetzt? Da wartet doch jemand am Telefon. Und dann ist er aber schon wieder in der Welt der Zeichnung drin. Flensburg ist der Ort für das Dampfwalzen-Experiment. 50 Liter Farbe und 100 Meter Papier für große Kunst. Hier haben wir unsere Protagonisten. Die Nixe und den Taucher. Die haben wir deswegen ausgesägt, weil die eine andere Farbe kriegen als der Hintergrund. Kunst ist immer in Bewegung. Wir ändern öfter mal die Konzepte. Was die Farbe angeht, wissen wir noch gar nicht so richtig, wie es nachher, welche Farbe wir uns anmischen. Oh, das sind doch Farbtöne, oder? Jetzt gibt es noch viele Unwägbarkeiten. Wir sind erst beruhigt, wenn der erste gute Druck von der Platte geholt ist. Für die Walze ist das entscheidend, dass er hier dann an der richtigen Stelle ankommt und genau zwischen den Klebestreifen entlang fährt. Das ist nur für den Walzenfahrer praktisch die. Ja. Und wollen wir das jetzt mit Klebeband hier? Ja, das ist am besten. Nachher ist die Frage, wie
wie verhält sich der Druckstock mit der Farbe? Ne? Das darf nicht kleben, muss gut Farbe ans Papier abgeben, an den richtigen Stellen. Und dafür ist es eben wichtig, dass wir auch die Konsistenz der Farbe richtig haben. Rupps Freund Josie ist, was das Drucken angeht, Profi. Damit bei der Aktion mit der Walze nichts schief geht, ist Josie extra aus Neubrandenburg angereist. Da müssen wir die Walze auch einmal einigen, ne? Er hat die Gelassenheit eines Nashorns, auch das dicke Fell. Aber wenn er mal wütend wird, dann kommt er oft mit aller Macht angerannt. Gedruckt wird in zwei Phasen. Erst Taucher und Hintergrund, später die Nixe. Das wird jetzt eigentlich wie gelinscht, weil wir das haben immer einen Schuss sozusagen pro Druck. Ich halte ihn straff. Höher, du musst viel höher kommen, damit wir hier nicht gleich unten ran. Ja. Du musst höher, Rups. Zu viel. So? Muss das hier raus? Ein Stück zu mir noch. Jetzt runter. Wieder aufgeregt. Die selbstgebaute Holzkonstruktion muss 5 Tonnen Gewicht aushalten. Dabei werden, wenn alles gut geht, beim ersten Walzvorgang die Farben von Taucher und Hintergrund aufs Papier übertragen. Ist ja noch nicht fertig, da kommen wir jetzt noch mal was drüber. Das Rot der Nixe muss beim zweiten Druck genau in die dafür vorgesehenen Lücken passen. Immer los. 8 Exemplare sind geplant. 3 schon vorab verkauft. Für 1.500 Euro pro Stück. Yeah! Oh? Ja, gut, wunderbar. Also ich finde es schön. Wer kann zufrieden sein, finde ich. Ja, das ist wirklich schön, toll, ne? Ja, ist echt schön geworden. Sowas würde ich mir gerne selber hinhängen, weil so eine Aktion, da machst du vielleicht 3, 4 in deinem Leben. Und davon werden wir jetzt noch ein paar machen, von den Dingern. Ziel meiner Kunst ist es, mich selbst zum Nachdenken zu bringen. Eine schöne Begleiterscheinung ist, dass die Leute so viel Freude daraus ziehen, dass sie sich mit diesen Bildern auch umgeben wollen. Das Gefühl, wenn man jetzt plötzlich merkt, da ist einer mit mir zusammen nachdenklich geworden, das ist ein tolles Gefühl.